So, jetzt geht's wieder weiter mit unserem Rübenfreund. Wir wollen hier lang. Hier rein. Und hier durch. Und hier ein bisschen clearen. Was suchst du da? Jetzt bin ich sofort runter. Wagst du mich nicht nur einmal zu schütteln? Oh, was für ein Unmut. Oh. Ist das ein blöder Coin? Okay, gib mir zu. Ja, intelligente und nicht gerade heiß drauf geschüttelt zu werden. Ich will nicht wie meine Geheimnisse sterben. In diesem Blitzfell-GPU. Oh, wenn ich herausfinde, dass dieser Vogel wieder während der Arbeitszeit spielt, dann geht es an den Pilz. Congratulations. Dieser Baby kann Blödcoin in Umkreis von Kilometern meinen. Oh, ein Selfie-Stick. Ah, ich habe einen Unfall. Ich habe dich vor einer Weile gestolpert und sie ziemlich gut dabei aus. Als ich dann versucht habe, bin ich in radioaktiven Schleim gefallen und hab mir das geile Gesicht weggeschmort. Ich habe keine Ahnung, warum ich noch lebe. Aber ich sehe bestimmt ziemlich metallisch aus. Okay, da waren wir schon. Versuchst du, dich über mich lustig zu machen? Hat mein ganzes Leben schon ruiniert. Ich finde einfach. Halt, geformte Rübe. Du bist hier und das Loch ist tief und gefährlich. Das ist auch so gut so. Rübe ist die einzige Weg. Aber ich lache, weil du keine Brücke hast. Ja, ich brauche deine Brücke. Hey, kleine Rübe, erinnerst du dich an mich? Ich bin der verdammte Briefkasten. Nach deinem letzten Abenteuer hast du mich einfach verrotten lassen und mich durch die verdammten App ersetzt. Ich wette, sie funktioniert nicht mal. Ich habe wenigstens Funktionen. Auf, ich werde dir etwas schicken. Du siehst
Siehst du, dass sie gar nicht funktioniert? Du brauchst dich gar nicht zu bemühen, auf dein Handy zu schauen. Okay, hier kann man wieder weggehen. Steine abgeben. Ich finde deine Schwester gerne rüber. Ah ja, wo ist es? Nein. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Thank you.
Ja, Dagend wollten wir. Okay, Brücke kostet so viel. So, ich will mal den alten Part noch machen. Ein bisschen Cash zu kriegen. Na gut, ich habe mich ein bisschen mit der Stimme des Pilzes unterhalten und er sagt, du bist ziemlich cool. Du hast dich wacker geschlagen, als du den ganzen Schuld auf deine alte Welt zerstört hast. Eine kleine Belohnung für deine Mühe. Okay, violette Karte haben wir noch nicht. So. Eine Minute noch.
Alter. Okay, wir müssen hinten raus. Dürfen nicht sterben. Das ist unser Rekord. Das ist ein unglaublicher Funklein rüber. Es sieht aus wie eine Kreatur aus der anderen Welt, die sich als Essenvolk tarnt. Warum ist die Hälfte seines Hauts geschmolzen? Es sieht besser blass aus und mager aus, als ich die Kreatur aus der anderen Welt vorgestellt habe. Das heißt, dass es immer noch Kreaturen aus der anderen alten Welt geben muss, die unsere Länder durchstreifen. Wir checken sie nur ab. Haben sie früher diese Gebäude gelebt? Gibt es sie ernst seit den gewaltigen Pilzriesen? Oder gab es sie schon vorher? Na, so viele Fragen. So, haben wir. Da brauchen wir nichts. Sechs Minuten. Okay, das ist das Maximale. Maximale Zeit. Wow. Ja, warte mal. Hey, ich bin Dr. Lennart von Dogma. Die bekannteste und regenerierte Labboren. Das ist schon allerdings in einer anderen Dimension. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du hierher gekommen bist, aber was für eine großartige Gelegenheit für die Forschung. Ich züchte einen Superfox, um zu sehen, wie er sich hier macht. Du riechst nach einem bisschen klaren Welpen, glaubst du? Drücke einfach den Knopf dagegenüber, wenn du bereit bist. Sieht die Hosen frisch. Ein super Frosch. Okay.
Ist schon hart. Aber wenigstens wissen wir, ich habe gehört, dass es ein Lauch, ich meine Loch in dieser Stromversorgung gibt. Ich bin nicht gekommen, das mal anzusehen. Ist ja schon. Also diese Eisenschachtel fließt kein Tropfen Strom. Die Wege der Brücke, bla bla bla. Ja. Oh, wie sehr du hast die Brücke. Oh, dank deiner Intelligenz geht es weiter. Ah, oh, lol, die Schwester. Mit. Nein. Nee. Raus. Ausgezeichnet, du hast meine Schwester gefunden. Was für ein freundliches Wiedersehen. Ach, sie sagt, ich bin immer noch ein bisschen sauer wegen $20, aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Ach, du fragst, wie sie gestorben ist? Ah, sie sagt nur Flugzeugabschuss. Hm, was für ein Flugzeug ist. Ich möchte, dass du
das hier als Erinnerung an sie hast. Sie sagt, das hat sie dich und deinen Vater vermisst. Sie wird den anderen Geister von deinem Abenteuer erzählen, damit du, wenn du stirbst, schon cool bist und nicht erst in der Geisterwelt aufsteigen musst. Ups. Ah. So. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Money, money, money. So, jetzt ist die Frage. Warte mal, wir geben zuerst unsere Waffen. Alles gekauft. Was? Was? Acht. 20. So. Wir haben also alles gekauft. Ja, und das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir wieder unsere Waffen mit. Jo, und würde sagen auch, dass wir den Part beenden. Weil nicht, dass er wieder so lange wird. Also ich bedanke mich. Achso, wieder wurde es wieder sprechend, okay. So, aber wir beenden den Part. Ich bedanke mich, wünsche euch schon einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist gemut, und schon kommt da runterlassen und bis morgen. Tschüss. You